Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Two Point Hospital, wo wir Gesundheitsinspektor war das, ne? Genau, der Gesundheitsinspektor, den alle Welt kennt. Beförderung, ja, wir befördern wieder. Und eine Personalherausforderung. Heile 10 Patienten. Ich glaube, im Moment kriege ich das richtig gut hin. Da sind wir drüber. Wir haben sogar fast die 75%. Das ist so für unser Pensum gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier auch den Notfall, den wir derzeit angehen. Mal kurz gucken. In Gang 4, aber einer wird behandelt. Einer sitzt hier schon. Aber eines Tages und mal sehen, wird dann noch einer behandelt irgendwo. Heißes Wasser, und sie haben es als Wundertee verkauft. Wo ist denn das andere? Geschichte, wie man so schön sagt. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal, einen gesunden Defekt. Auch wieder eine Beförderung. Mensch, die wollen aber auch alle Dinge von mir. Ah, und der Ruf, der bessert sich langsam. Wir sind nur noch bei einem schlechten Ruf. Das ist schon mal eine Verbesserung, genau. Oh, und hier, wir haben ganz schlechtes Personal, das sich einmal langlegt auf den Exkrementen. So, einmal so hier. Außerdem. Ach, bauen wir das mal hier hin. Passt schon. Noch eine Beförderung. Was wollt ihr alle mit Beförderung? Als wenn ich hier das Geld kacke. So, die Schulung ist auch gleich vorbei. Einer muss es noch lernen. Die Niam Pudding hat etwas Pudding im Kopf und braucht etwas länger. Aber schön, dass es hier noch die guten alten UHPs gibt. Och, ist das euer Ernst? So, dann kann ich ja hier die nächste Schulung stattfinden lassen. Genetik. Wenn sich niemand anfindet, müssen wir hier so einen Studenten nehmen. Der lernt jetzt Genetik. Habe ich beschlossen. Derweil. Ärzte. Ach, wir haben hier einen Genetiker. Aha, aha, aha. Na gut, schade. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Allgemeintalent. Warum auch nicht? Ich weiß, ich verschwende gerade Geld. Unmotiviert und faul. Sowohl als auch ist ein bisschen schlecht. Hat Potenzial. Schnellmerke, jawohl, die nehmen wir auch noch dazu. Weiterbildung benötigt. Ja, kommt ja noch alles. Gib mir doch Zeit. Ich bin ja auch kein Wunderheiler. Auch wenn ich es gerne wäre. So, wie sieht es denn hier derzeit aus? Warteschlange 2. Ups, Alter. Warteschlange 2. 2, ja, das geht alles noch. Hier geht das auch gerade. Personalherausforderung geschafft. Yay. Ui. 80% derzeit. Woo! Da sind nur zwei, da sind nur zwei. Wie sieht's hier in der Chirurgie aus? Zwei. Es macht sich. Zwei Tickets für das ausverkaufte Konzert. Und auch hier haben wir gute Dings bekommen. Herr Jobsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er umfasst 30 Seiten, also haben wir ihn nicht durchgelesen. Aber hier ist das Fazit. Eines der besseren Gesundheitsinstitute des County hat das Potenzial, ein Liebling der Krankenhauskenner zu werden. Gute Arbeit. Aus der Feder einer der einflussreichsten Personen im Gesundheitswesen des County bedeutet das eine Menge. Bam. Wir sind aus dem Sumpf endgültig draußen. Wir sind quasi hier die Elite des medizinischen Proletariats oder so ähnlich. Irgendwas Hochtrabendes jedenfalls. Wie Preise senken.
Ich habe Preise schon gesenkt. Und umsonst gibt's ja nichts. Wir sind immerhin eines der beliebtesten Institute bald. Bitte, da kann ich mir das auch leisten. Ey, du sollst gesund werden, nicht sterben. Das ist irgendwie etwas unbefriedigend, wenn du hier so vor dich hin stirbst. Das ist nicht gesund. Erfolgschance war immerhin 73%. Aber gut, von der Selfie-Sepsis kann man natürlich sehr schwierig geheilt werden, ne? Also, gar nicht erst mit den Selfies anfangen, dann passiert das auch nicht. Derweil können wir eigentlich schon mal das letzte Grundstück. Ach komm. So. Kann man sich auch mal gönnen. Mehr können wir, glaube ich, nicht. Nee. Das ist das Letzte. Ich bin das Letzte. Keine Ahnung. Hauptsache das Letzte. So, aber wir müssen hier auf jeden Fall mal ein bisschen Dinge tun. So, machen wir mal so hier und so. Und dann müssen ein paar Mülleimer-Schens her. Da einer und hier einer. Heizungen müssen auch unbedingt. Machen wir erstmal da eine hin und hier kann vielleicht auch noch eine, ich weiß nicht. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da ist eine notwendig. Dann wäre es ganz cool, wenn wir hier noch eine bauen würden. Yeah. Ach, da habe ich schon eine gehabt, eine zusätzliche. Na, dann kommt die eben... Wo kommt die denn hin? Ich weiß das gar nicht. Irgendwo noch Bedarf? Warte mal. Da! Yeah. So, Sondermeldung. 2 von 4 geheilt. Oh, was wollen wir mehr? Und eine Weiterbildung benötigt. Mal wieder. Leute haben angerufen. Boah, Einnahmen, das ist doch hier mal richtig Hammer, wie du dich bewegst in einem Outfit. Und hier können wir sogar wieder eine Weiterbildung machen, perfekt. Herzlichen Glückwunsch an Emma Notenschlüssel, Gewinnerin der Tickets. Für alle Interessierten, die erste Zeile des Rituals lautet: Wir verneigen uns vor dem Altar der baulichen Unterhaltung. Seid nett zueinander. Was brauchen wir denn hier so Schönes? Gruselig. Wo haben wir denn genug Teilnehmermöglichkeiten, ne? Das ist ja die große Frage. Spritzenverwaltung haben wir ja generell schon. Mensch, hier sind aber auch nicht so viele Möglichkeiten, du. Machen wir einfach mal Diagnostik 2, habe ich beschlossen. So, zack. Hauen wir mal hier so rein. Bei der ist eigentlich... Da Fug. Nee, das ist auch nicht so das Wahre. Hauptsache, ich kann mich entscheiden. Nur ein verfügbarer Teilnehmer. Wieso ist da nur einer verfügbar? Es ist furchtbar. Na gut, dann starten wir eben mal wieder so einen Einzelkurs. So ein Scheißdreck. Weiterbildung benötigt. Ja, mag sein. Oh nein, ich bin nicht angepisst. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Was für ein schöner Hinweis, nicht die Geister zu füttern. Ich vertraue meinen Gästen, dass sie an sich halten können. Oh, kann ich ja eigentlich mal. Langsam wird es wieder notwendig. Und das passt, glaube ich, so schön hier. Ah, das passt wunderbarst rein. So, zack. Das Ding haben wir ja auch noch. Da haben wir ja sogar Personal, das in der Lage ist, das durchzuführen.
in diesem sehr spacigen Raum. Das ist wirklich abgespaced. Aber eigentlich können wir ja noch mal andere Zeugs machen hier. Radiologie zum Bleistift. Oder halt, ne? Auch Radiologie ist ja fast schon vergleichsweise günstig. Weiterbildung benötigt. Ich weiß nicht. Wie sieht's überhaupt hier aus? Warteschlange 3. Das geht noch halbwegs. Chirurgischer Notfall. Hau rein. Weiterbildung benötigt. Ja, kommt noch, ne? Also im Moment läuft unser Krankenhaus, dass ich nicht so viele Stellschrauben drehen will. Einfach um nicht zu Schlimmes hier selbst herbeizuführen. Neue Krankheit, Herzensbrecher. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Herzensbrecher. Unerträglich attraktiv. Führt häufig zu Herzschmerz. Erfordert einen chirurgischen Eingriff. Och, schon wieder chirurgisch, um den Betroffenen so abstoßend wie möglich aussehen zu lassen. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken. Chirurgie. Ich weiß nicht, ob das vom neuen DLC hinzugekommen sein könnte. Oder ob das einfach so gekommen ist. Alter Verhalter hier. Eine Million. Oh, beziehungsweise. Ja. Die Punkte scheinen hier nicht für Komma zu stehen. Also, es läuft eigentlich ganz gut. Oh, wieder unter eine Million und schon wieder drüber. Es läuft wirklich geil. Also, was können wir hier mehr wollen? Da können wir eher so Detailfragen machen, ne? So ein Energy-Drink-Automat zum Beispiel, ne? Das kann man doch mal gut machen. Noch ein Schneckautomat, Mülleimerautomat. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ich bin gerade on fire. Da machen wir noch eine Heizung hin. 20 Patienten heilen. Na komm, das mache ich mit der linken Pobacke. Und hier wird operiert im. Ja. Im was auch immer. In Reihe und Glied. Wir sind eine richtige Maschinerie geworden. Eine Maschinerie für Organentnahme. Nö, dann machen wir noch Spielautomaten. Das können wir, glaube ich, gut gebrauchen, oder? Hier so zum Bleistift einen hin noch. Ach, da haben wir eigentlich schon zwei, aber egal. Wir können es einfach. Da kommt noch einer hin und da kommt noch einer hin und oh, jetzt lasse ich hier richtig einkrachen. Da ist schon einer eigentlich. Ah, da basteln wir mal zwei hin, weil wir es können. Ja. Mal so hier und dann können wir den hier. Oh, sowas kann man auch noch gut reinpacken. Jetzt machen wir das Ganze wohnlich. Oh, hier haben wir aber auch richtig schöne Bänke, also Bank ohne Rückenlehne. Sieht auf jeden Fall nice aus. Bambusbank. Das ist definitiv vom neuen DLC. Zufallsgetränkeautomat. Laxativgetränkeautomat. Enthält Swill. Gesund, dickflüssig und voller Ballaststoffe. Oh. Wie jetzt? Null geheilt. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warum sind wir so scheiße? Was machen die den lieben langen Tag, anstatt zu operieren? Okay, das gibt Ärger. Also ganz gewaltig. So, nichtsdestotrotz wollte ich hier noch umdekorieren. Ja, brauchen wir auf.
auf jeden Fall hier auch nochmal Schneckautomat. Ein Schneckomat. Warte mal, der kann eigentlich weg. Da lieber noch eine violette Banken. Und Papiereimer. Und. Trinkbrunnen, ja. Trinkbrunnen klingt gut. Da gibt es auch mal was umsonst. Hier hätten wir auch noch mal Potenzial für... Ach komm, machen wir auch noch einen Trophäenschrank, um zu zeigen, wir sind King of Currywurst. Und vielleicht auch noch mal so eine kleine Telefonecke. Warum nicht? Oh, Ruf ist in Ordnung. So, Personalherausforderung ist auch gelungen. Was wollen wir mehr? Wir haben es echt drauf. Also bis auf, dass wir chirurgischen Notstand haben. Aber egal. Das passiert. Aufheben. Den klatschen wir mal daran. Nicht so schnell. Ich muss hier erstmal noch kopieren. Oha. Pappen wir das Ding einfach hier ran. Dann brauche ich aber neue Chirurgen. Das ist auch ganz wichtig. Und da haben wir sogar... Das ist neues Personal. Schlafmützig. Das macht nichts. Packen wir da rein. Außerdem brauchen wir neue Krankenpfleger, ganz, ganz dringend. Ekelhaft. Nee. Och, der ist lustig, den nehmen wir. Unmotiviert, nee. Auch nicht. Das ist nicht so dolle. Garstig, grantig, hygienisch. Wie ist das? Magie plus... Allein für Magie plus 5 ist da eingestellt. Oder sie. So, jetzt können wir guten Gewissens die Auszeichnung entgegennehmen. Tada! Ja, gucken wir doch mal, was wir alles bekommen. Bam! Alle Auszeichnungen, bis auf keine Todesfälle. Aber die kriegen wir womöglich auch noch, wenn wir uns ganz doll anstrengen. Also ja, richtig geil. Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, bestes Lehrkrankenhaus, Krankenhaus des Jahres, Krankenhaus mit bester Forschung, Krankenhaus mit höchstem Prestige, Patientenpreis. Wir haben alles, was wir uns wünschen können. Und nebenbei gibt es die spontane Megaphonitis. Betroffene neigen dazu, ohne jegliche Vorwarnung Wutausbrüche zu bekommen, sodass Personen in ihrer Nähe in Tränen ausbrechen und sich einnässen. Wer kennt's nicht, kann im Spritzenhaus geheilt werden. Jawohl, es gibt nichts, was eine Spritze nicht lösen kann. Das ist, glaube ich, der Grundtenor. Ja, ich würde mal sagen, läuft. Reporterbesuch, ja, komm her, kannst du rausgucken. Wir brauchen Weiterbildung, auf jeden Fall. Und zwar... Weiterbildung, genau. Das wollte ich tun. Habe ich zwar auch schon gesagt, aber egal. Kundenbetreuung... hier können wir richtig mittlerweile was reißen. Müssen wir mal kurz gucken. Ein Weiterbildungslehrgang. Ja, Weiterbilden zum Weiterbilden. Das haben wir gerne. Das hättet ihr wohl gerne. Nee. Mechanik, das wäre gar nicht mal so schlecht. Das ein bisschen Instandhaltung. Ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir einfach mal. Instandhaltung für Anfänger. Zack. So, einmal Kurs starten. Ach ja. Das ist doch schön. Da kommen sie auch schon, die ersten. Und die Reporterin ist auch drinne. Aber was die Reporterin in unserem Krankenhaus aufdeckt... Das wollen wir ein andermal erfahren. Warte mal, erstmal befördern wir. Ne?
Zack. Und ein chirurgischer Notfall, den nehmen wir auch entgegen. Wir haben ja jetzt noch mehr. Dann machen wir noch ganz flott. Weil wir es können. Wir haben doch hier 9 Chirurgen. So, der soll auch nur das machen. Dann brauchen wir noch irgendwie einen Krankenpfleger, der auch auf jeden Fall nur dafür zuständig ist. So, passt, wackelt, hat Luft. Jetzt kann ich guten Gewissens mich verabschieden und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn es heißt Daddlezeit mit Two Point Hospital in einem erfolgreichen Krankenhaus. Merkt es euch, solange der Erfolg noch da ist. Ciao, ciao.